Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video und dem ersten Buchtipp in diesem Jahr. Ich möchte euch das Buch In Flammen der D.I. Helen Grace Reihe vorstellen und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Mein Weißabgleich ist heute wieder so ein bisschen schlecht gelaunt, aber ich zeige euch nochmal das Buch. Das Cover, das ihr jetzt genauer seht, das ist ein Teil einer ganzen Serie. Das ist ein klassischer Thriller, ist aber das erste Buch, das ich jetzt gelesen habe. Das wurde mir vom Rowald Verlag zur Verfügung gestellt. Ich muss ehrlich sagen, hätte ich das so im Laden gesehen, hätte ich es eventuell nicht gekauft, weil mich das Cover einfach überhaupt nicht anspricht. Ich weiß nicht warum. Bereits schon 2014 ist der erste Teil rausgekommen. Es gibt jetzt insgesamt 5 Teile. Und wenn man dieses Buch liest, wird man schon so angeleitet, auch die anderen Teile zu lesen. Und ich werde mal so ein bisschen bei Medimops und Co. gucken, ob es die Bücher nicht gebraucht gibt. Weil es werden Sachen angesprochen in diesem Buch. Man möchte Helen kennenlernen, ja. Man möchte wissen, was war da in der Vergangenheit. Da werden Dinge angesprochen, dass sie es damals recht schlimm hatte und so. Und man versteht nicht wirklich, was war denn da. Aber es geht ja eigentlich im Endeffekt auch nicht um Helen, sondern es geht um In Flammen. Es geht um einen Feuerteufel, der in Southampton sein Unwesen treibt. Ich bitte euch, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, nicht in den Kommentaren zu spoilern. Ich weiß, man ist immer so ein bisschen angetan und möchte so ein bisschen über den Inhalt des Buches diskutieren, aber tut das bitte nicht. Ich werde kurz anschneiden, um was es geht, ohne euch zu viel zu verraten, weil ihr wollt das Buch ja auch lesen und bleibt bitte bis zum Ende dran. Und zwar, die erste Szene in diesem Buch ist ein kleiner Junge, der am Dach seines Hauses hängt und runterspringen möchte, weil das ganze Haus brennt. Und es gibt einen Brandstifter in Southampton, der mehrere Häuser anzündet. Anfangs fängt er an, Feuer auch zu entzünden an Stellen. Also er nennt es Ablenkungsfeuer und das wird auch im Buch Ablenkungsfeuer genannt. Und das sind insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, 3 oder 4 Tage, die im Buch beschrieben werden. Ich habe den ersten Teil des Buches, da habe ich relativ lange dafür gebraucht, weil das Buch doch auch so ein bisschen mit deiner Urangst arbeitet. Ja, also es ist nicht für schwache Nerven, das definitiv nicht. Es ist an manchen Stellen sogar ein bisschen grausam, aber es ist auch, ja, es ist sehr spannend, ja, also das Buch baut durch seine kurzen Kapitel so einen Spannungsbogen auf und für jemanden wie mich, der, ich bin nicht so eine Leseratte und ich kann mich nicht irgendwie mal einen Tag hinhängen und ein komplettes Buch lesen, das kann ich nicht und wenn die Seiten dann extrem voll geschrieben sind und die Kapitel extrem lang sind, merke ich selber, tue ich mir schwer. Und dieses Buch ist so aufgeteilt, dass die Kapitel nicht sehr lange sind. Und ihr seht hier, das ist zum Beispiel ein Kapitel. Und jedes Kapitel kommt einem aber wie so ein Schnitt in so einem Film vor. Das ist richtig klasse. Was wäre für dich oder für euch der typische Feuerteufel? An was denkt ihr, wenn ihr an einen Brandstifter denkt? Und genau dieses Klischee wird im Kopf bedient. Und man wird überrascht, kann ich nur an dieser Stelle sagen. Ich darf nicht zu viel aus der Geschichte erzählen, aber man wird absolut überrascht. Auch das Ende des Buches ist halt so beschrieben, weil es halt aus einer kompletten Reihe stammt, ja, und da noch weitere Geschichten erzählt werden. Man merkt, dass Matthew J. Aldridge ein Kriminalautor ist. Er hat damals mal für die BBC gearbeitet, hat sich aber jetzt selbstständig gemacht. Und man merkt richtig, was für ein guter Autor er ist. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich denke mir bei manch einem Tatort in Deutschland, Leute, ihr könnt das einfach nicht. Ja, da will man die großen Kriminalautoren nachmachen und merkt dann sofort, woher die Idee kommt. Und er hat da eine Frau aufgebaut in dieser Reihe, die total, also für mich in diesem ersten Buch, das ich gelesen habe, für mich noch relativ undurchsichtig ist. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Zum einen wird angedeutet, dass etwas aus der Vergangenheit beschrieben wird, aber Helen spielt keine Rolle in diesem Buch. Man
man sieht sie aber und man sieht einen gewissen Teil von ihr und man versteht es aber nicht und man will es verstehen. Deswegen möchte man zum Beispiel auch die alten Bücher lesen. Ich zumindest. Und ich werde dann mal bei Medimops und Co. und Amazon mal gucken, ob es die Bücher vielleicht nicht gebraucht gibt. Also mir ging es so, ich habe halt die zweite Hälfte jetzt binnen eines Tages gelesen. Ja, ich habe mir jetzt da gestern ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich hatte auch selber Zeit und ich wollte einfach euch das Buch vorstellen, weil es richtig gut ist. Man baut zu den einzelnen Personen im Buch irgendwie eine Beziehung auf und manche Sachen sind hervorsehbar, muss ich ganz ehrlich sagen, und manche Sachen irgendwie nicht. Ja, da wird man komplett überrascht, aber diese Personen sind auf keinste Weise irgendwie interessant und man wird mit immer neuen Personen sozusagen konfrontiert, die aber alle irgendwie diese Gemeinsamkeit zu dieser Geschichte haben, was total krass ist. Also ich habe mich oftmals immer wieder im Buch gefragt, was hat jetzt die Person jetzt mit der Geschichte zu tun? Ja, und dann hat man plötzlich wieder diesen Aha-Effekt. Also es ist nichts für schwache Nerven, sage ich nochmal, weil man kommt schon so ein bisschen mit dieser Urangst in Feuer aufzuwachen. Man wird da schon konfrontiert, ja, und das ist das Grausame an diesem Buch. Aber ich mag sowas. Also ich gucke mir ja auch Gruselfilme an und ich brauche so ein bisschen diesen Spannungsbogen auch beim Lesen, damit ich weiterlese. Also ein Buch darf mich definitiv nicht langweilen. Und hier wird man auf jeden Fall schon in den ersten Seiten richtig gefesselt in der Geschichte. Das Buch ist ganz geschickt, weil es ein Teil einer Reihe ist und das ist zum Beispiel der Autor. Man hat eine Leseprobe hinten drin, dass man auch ja weiterliest dann hinterher und das nächste Buch kauft. Das ist die Leseprobe hier. Und ich kann das Buch nur empfehlen. Es kostet im Rowohlt Verlag 9,99 €. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Das ist ein Affiliate-Link. Ihr unterstützt mich damit, wenn ihr über den Link kauft. Und ja, nun habe ich ja das Buch schon gelesen und ich werde jetzt kein zweites Mal lesen, das definitiv nicht. Und ich sammle ja auch keine Bücher. Dieses Buch wurde von mir, wie gesagt, schon mal gelesen. Die richtigen Buchjunkies, die mögen das ja nicht unbedingt, dass man hier sieht, dass das Buch gelesen wurde. Ich war da nicht ganz glimpflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man sieht, es sind Knicke drin am Buchrücken. Und ich möchte dieses Buch an euch weitergeben, damit es nicht bei mir alt wird sozusagen. Was müsst ihr dafür tun? Ihr schreibt mir unten in die Kommentare einfach, ich will das Buch lesen. Und ich werde bis einschließlich Sonntag 23.59 Uhr entscheiden, wer das Buch nun lesen darf. Schreibt mir also unten in die Kommentare, falls ihr Bock auf was wirklich Spannendes, aber auch Gruseliges, Realistisches habt. Schreibt mir unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich melde mich an der Stelle mal wieder ab. Ich würde mich über einen Daumen nach oben wirklich freuen. Ihr seht die kleine Glocke da unten, falls ihr Bock habt, die Glocke zu aktivieren. Ich lade hier nur noch 2 Videos die Woche hoch. Falls du meinen Zweitkanal noch nicht kennst, verlinke ich dir diesen in der Endcard mit dem letzten Video dazu. Ich melde mich ab und sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Tschüss!